Grüßt Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Geheimakte Tunguska. Heute geht es weiter. Wir sind aktuell hier in Irland mit Max und ich würde sagen, wir waren das letzte Mal hier oben und haben rausgefunden, was wir so in etwa brauchen, um hier weiterzukommen. Und eins von den Dingen sind Fische oder ein Fisch, um genau zu sein. Und ich würde sagen, vielleicht können wir die einfach dem Typen abreden. Das ist wohl die Ausbeute des heutigen Tages. Da wird er doch sicher einen mir abgeben, oder? So viele Fische können Sie doch alleine gar nicht essen, oder? Machen Sie sich Sorgen um meine Gesundheit oder wollen Sie nur einen Fisch abstauben? Ja, also, wenn ich ehrlich sein soll. Nehmen Sie ruhig ein. Ich werde schon noch ein paar fangen. Oh, vielen Dank. Sehr nice, es hat tatsächlich geklappt. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber okay. Kalt und glitschig. Wie ein Fisch ebenso ist. Ich dachte, jetzt würde irgendein Joke folgen, aber nee. Oh, Flaschen. Eine hübsche Sammlung. Hoffentlich sind die nicht alle von heute. Naja, das sind so wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerade wenn das Bier ist, 6 Bier, wenn es schon Abend ist. Ist jetzt nicht so ungewöhnlich wahrscheinlich für die Iren. Er müsste eigentlich nur einmal ins Wasser hauchen. Dann würden sofort alle Fische besoffen an der Oberfläche schwimmen. Also das würde ich gern sehen. Hallo, wieso angeln Sie bei so einem Wetter? Sie haben keine Ahnung vom Angeln, oder? Nein, nicht wirklich. Wieso? Weil die Fische bei so einem Wetter am besten beißen. Sie sehen doch mal einen Eimer, das ist die Ausbeute von 3 Stunden. Selbst wenn ich innerhalb von 3 Stunden 30 gebratene Tauben und Wildschweine mit Äpfeln im Maul fangen würde, ich käme nie auf die Idee, mich bei so einem Wetter freiwillig hier hinzusetzen. Ja, das ist der Unterschied zwischen dir und ihm. Na, so Morangi, vielleicht weiß der ja was. Oh, und die Tür da hinten, die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Naja. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Können Sie mir da helfen? Klar. Der alte Ken haust da drüben auf seiner Insel. Oh, super, vielen Dank. Wie komme ich denn darüber? Gibt es eine Fähre oder eine Brücke? Nee, Brücke sowieso nicht. Und bei dem Wetter fährt auch kein Schiff. Tja, aber hier ist ja ein Schiff und das gehört wahrscheinlich ihm. Vielleicht will er uns ja leihen. Ist das Ihr Boot da drüben? Ja. Kann ich das mal kurz ausleihen? Ah. Ich brauch's momentan nicht wirklich. Aber dann könnten Sie mir auch einen Gefallen tun. Na? Klar, was denn? Ich hatte heute Morgen meinen Kumpel Steffen besucht. Und jetzt ist mein Whisky schon wieder alle. Und jetzt soll ich Ihnen welchen besorgen. Warum gehen Sie nicht einfach in die Kneipe um die Ecke? Warum schwimmen Sie nicht einfach auf die Insel? Guter Konter. Also ein Tausch. Whisky gegen Boot. Ja, klingt fair. Und dadurch, dass der Typ da oben wahrscheinlich viel Whisky hat, müssen wir ihn... Ah, ich weiß noch nicht ganz genau, aber wir brauchen sicher von oben den Whisky. Die Tür im Felsen. Was befindet sich eigentlich dahinter? Der Keller von Old Stevie's Pub. Kommt man da irgendwie rein? Was meinen Sie, wie oft ich das schon versucht habe? Da drin lagern Whisky-Vorräte für mindestens 1 Jahr. Oh. Aber O'Brien, der alte Geizhals, rückt ja nichts raus. Meint immer, ein Barkeeper dürfe seine Waren nicht verschenken. Früher haben wir gehandelt. Fisch gegen Whisky. Aber irgendwann ist mir aus Versehen ein roter Hering mit in die Lieferung geraten. Seitdem ist er sauer und faselt was von Gammelfisch. Dabei war der Schaden doch minimal. Okay, also wir brauchen wahrscheinlich den Schlüssel von oben, um hier in den Keller zu kommen. Finde ich übrigens auch super, dass der Typ O'Brien heißt. Ist überhaupt nicht klischeebehaftet. Dann wünsche ich weiterhin Petri Heil. Petri, Dank. Alright. Achso, der hat sich noch bewegt. Ich dachte, wo ist jetzt meine Maus hin? Die Angel, mit der können wir nichts machen. Das Boot? Sieht nicht wirklich seetüchtig aus. Andererseits, ein berühmter Pirat, ein Typ namens Pinsel oder so ähnlich, ist mit so einem Boot durch die komplette Karibik gefahren. Pinsel? Hä? Oh, nein, nicht im Ernst.
Das ist jetzt nicht eine Anspielung auf Monkey Island, auf Guy Brush Threepwood, auf Guy Brush, also Brush Pinsel. Ernsthaft? Also, okay, das ist... naja, okay. Und damit... Oh, wir können auch noch hier was mit Meer machen. Wasser von oben, Wasser von unten. Verdursten werden die hier bestimmt nicht. Ja, wobei das Wasser von unten sollte man besser nicht trinken. Ich bin zwar eh schon nass, aber da springe ich trotzdem nicht rein. Ja, vielleicht können wir den Becher füllen. Ja, geht tatsächlich. Ich meine, wenn wir schon... Ja, warum nicht? Da ist salziges Meerwasser drin. Jetzt müssen wir den Becher wahrscheinlich oben austauschen, aber was bringt es uns, wenn der Typ Meerwasser säuft? Keine Ahnung, was für ein Wappen das... Ach, weiß der das? Nee. Schade. Ich bin's. Okay, dann noch hier die Tür. Das Schloss ist nicht extra. Da ist ein Vorhängeschloss an der Tür. Ja, sonst ist aber... Oh, doch. Ein Stein. Besondere Merkmale? Keine. Nehmen wir trotzdem mit. Den wird hier keiner vermissen. Jetzt kannst du dich auch mal so ein bisschen abschleppen, Max. So, das müsste alles gewesen sein. Jo. Gut. Dann... Ja. Ich will nicht nochmal mit der reden, aber... Wir haben jetzt mit zwei anderen geredet. Im Normalfall haben die Leute dann noch was anderes zu sagen. Na, was macht Luigi? Er sitzt immer noch in meiner Hosentasche und piekt mir ins Bein. Da fällt mir ein, ich hätte da noch eine tolle Geschichte. Nein, bitte nicht. Ja, das glaube ich gern. Muss aber leider ganz schnell weg. Später vielleicht. Danke, Max. Du hast mir das Leben gerettet. Oder zumindest so ähnlich. Okay. Alright, komm hin. Schön warm. Ich könnte mich da vorstellen und... Können wir es löschen? Oh, wir können es tatsächlich löschen. Können wir... Wir können den auch austauschen. Wenn ich die Becher vertausche, wird er seinen Whisky vermissen. Das dann vermutlich einsetzende Gejammer würde ich ihm und vor allem mir gerne ersparen. Okay, aber wir können das löschen. Das geht tatsächlich. Sehr schön. Was? Nein, du sollst es löschen. Nicht. Das Wasser ist komplett verdunstet. Übrig geblieben ist nur eine kleine Salzkruste. Oh, okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich das wieder mitnehmen? Tatsache, okay. Können wir den Fisch grillen? Den Fisch einfach so in den Kamin zu schmeißen, ist weder sinnvoll, noch werde ich den Barkeeper damit wirklich glücklich machen. Okay. Der will Fisch, aber der will wahrscheinlich keinen So-Fisch, oder? Auch wenn er ein noch so großer Fan von Fisch sein mag und schon ziemlich einen im Kahn hat, roh wird er den wohl kaum verspeisen wollen. Ja, ist ja auch logisch. Hier ist so ein Ding und... Na gut. Ja. Willst du Whisky rausrücken? Freiwillig. Hallo, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Kann ich trotzdem nochmal stören? Wenn's sein muss? Ja. Genau. Wie wär's mit ein bisschen Whisky? Ich bräuchte eine Flasche Whisky. Was kostet die? Für Sie. 1000. Leck mich. Ich frage mal besser nicht nach der Währung. Die Antwort würde mir wohl nicht gefallen. Nein. Wollen Sie keine Geschäfte machen? Doch. 1000 ist ein gutes Geschäft. Haha. Ein bisschen arg teuer, oder? Ein Sonderpreis. Extra für meine Freunde. Aus unerfindlichem Grund steigt mein Aggressionspotenzial geradezu in unermessliche Höhen. Wenn ich mich nicht sehr zusammenreiße, wird das hier gleich zum Ego-Shooter. Ja, ich habe von Anfang an gesagt, das Spiel hat Humor und einen, den ich persönlich sehr zu schätzen weiß. Okay, ist auch überhaupt nicht irgendwie suspicious, wenn wir direkt, nachdem er uns keinen Whisky geben möchte, wir nach seinem Whisky-Keller fragen. Wie kommt man denn in den Keller? Schlüssel nehmen, Tür aufschließen, reingehen. Das können selbst Leute wie Sie, wenn Sie den passenden Schlüssel haben. Sie sind ganz schön lustig, oder? Yep. Wow. Okay, das heißt... Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. Ja, das wird nicht gehen, oder?
Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Ach, kommen Sie, nur... Nein! Mit Rhetorik... Das haben wir schon. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie den dazu bringen... Können wir ihm das Salz im Becher leeren, ja? Solange er nicht irgendwie abgelenkt ist, sollte ich das aus gesundheitlichen Gründen besser bleiben lassen. Okay, wir müssen ihn ablenken. Ha. Können wir ihm einen Becher hinstellen? Nö. Ja, nee, wir haben schon versucht, ihn aufzuwecken. Können wir den Fisch irgendwie braten? Können wir ihn in die Tasse geben? Oder auf den Stein. Moment, oder den Stein da rein. Die Flagge wird es wahrscheinlich auch nicht sinnvoll sein. Das Schild vielleicht? Oder wir können das... Wenn ich schon das Schild in den Kamin lege, dann sollte es zumindest irgendeinen erkennbaren Sinn machen. Ich dachte so, das Schild als hier Backblech verwenden. Es geht tatsächlich. Egal, was ich mit diesem Fisch mache, es sollte schnell geschehen. Er fängt allmählich an zu müffeln. Ja, das Schild ist ja auch nicht so sauber. Na, vielleicht so. Doch, das sollte gehen. Ich nutze mal Ihren Kamin, um den Fisch zu grillen. Natürlich könnten Sie das bestimmt viel besser, aber Sie werden ja wahrscheinlich Wichtigeres zu tun haben. Ja, natürlich. Machen Sie ruhig. Sehr schön. Und? Okay, schon fertig? Der Fisch liegt servierbereit auf dem Blech. Das Blech ist viel zu heiß. Ach, fuck it. Mit der Flagge? Die Flagge ist aus irgendeinem Kunststoff und wird mir wohl recht schnell wegbrennen. Nice, brauchen wir auch noch irgendeine scheiß Zange oder sowas. Mit dem Stein. Können wir ihn salzen? Nee. Wir brauchen irgendeine Option. Irgendeine Zange oder irgendwas. Hast du eine Zange zufällig? Na, was macht Luigi? Er sitzt da. Ja, das glaubt... Das nochmal? Nee, das konnten wir nicht mitnehmen. Drüber steht Tageskarte. Weil sonst war hier auch nichts. Haben wir vielleicht im Motorrad? Das Motorrad, das ich mir am Flughafen gemietet habe. Nee, das heißt, wir brauchen hier unten irgendwas. Irgendetwas. Moment. Können wir nochmal? Okay, wir können nochmal Wasser einfüllen. Meerwasser. Da ist salziges Meerwasser drin. Hast du eine Zange zufällig? Wir geben dir auch Whisky. Beißen Sie immer noch? Wenn man nicht aufpasst. Okay, scheiße. Vielleicht eine Flasche, die können wir uns aber nicht ausleihen. Scheiße. Ja, aber es gibt hier sonst nichts. Es gibt nur diese drei Orte. Also müssen wir hier etwas übersehen haben. Irgendwas müssen das wir... Das ist fest im Boden verankert. Auch wenn wir mit dem Stein zu Werke gehen? Ja. Scheiße, okay. Können wir das jetzt löschen? Nö. Oh? Sowas ist schon unter Freunden nicht lustig. Außerdem weiß ich nicht, wie er reagieren wird. Und ich brauche die meisten meiner Zähne noch. Wie war dieser Trick? Einem Schlafenden die Hand ins Wasser legen oder in lauwarmes Wasser, glaube ich. Und dann pisst er sich an? Oder irgend sowas in die Richtung? Hier, da gab es doch irgend so einen seltsamen, wirklich lustigen, aber auch teilweise sehr blöden Schmäh. Naja. Okay, hier einfach ausnocken. Ja. Also wir müssen das dann austauschen oder irgendwie in die Richtung. Wir können das nicht. Schön warm. Ich könnte mich da vorstellen und meine... Nein, aber wir brauchen das Backblech. Das Blech ist viel zu heiß. Wir müssen das Blech abkühlen. Aber wie kühlen wir das ab? Wir brauchen irgendwie... ja. Schön. Hast du eine Zange? Fragen wir ihn einfach, ob er noch eine Zange hat, weil...
Sonst bin ich gerade echt so ein bisschen überfragt. Sie haben nicht zufällig noch ein paar Nettigkeiten auf Lager, die mir den Tag versüßen könnten? Nein, nicht wirklich. Schade. Puh, okay, nee, aber das heißt hier... An den kommen wir nicht ran, das... Das habe ich schon versucht, das bringt nichts, das brennt weg. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Das hier kann ich nicht austauschen. Das hier bringt ja auch nichts. Moment, kann ich vielleicht bezüglich irgendwas telefonieren? Und kann ich vielleicht... Nee, schade. Ja, sehr schön. Also wir wissen, was wir mit dem machen, wir wissen, was wir mit dem machen, wir wissen noch nicht, was wir mit dem machen. Was? Verkehrsschild mit Flagge? Okay. Alles ist mir recht, wenn es mich weiterbringt. Ich verstehe nur nicht gerade den Sinn. Okay, jetzt haben wir den 30 abgedeckt. Das bringt jetzt was? Nein, nicht wieder wegmachen. Ah, Moment. Oh, nass. Wow. Moment, ernsthaft? Ich habe das Verkehrsschild mit der Flagge abgedeckt. Und jetzt ist es eine nasse Flagge. Die Flagge ist klitschnass. Darauf muss man auch erstmal kommen. Aber gut, er hat gesagt, so wie sie ist, wird sie wegbrennen. Also, dass man da dann irgendwas mit der Flagge anstellen muss, ist vielleicht ganz sinnvoll. Ja, okay. Das war mehr Glück als Verstand, aber naja. Der Fisch liegt servierbereit auf dem Blech. Ja, dann servieren wir ihn mal. Mein Herr, es ist angerichtet. Ich salze ihn dir sogar noch, wenn du willst. Ich habe Salz dabei. Pfeffer leider nicht. Den musst du selbst besorgen. Fisch. Ich rieche Fisch. Was? Da fehlt die Zitrone. Wirt, bring mir Zitrone. Ein Fisch ohne Zitrone ist wie eine Flasche ohne Whisky. Wirt! Wirt? Du sollst dem Herrn Zitrone bringen. Hallo. Geht es Ihnen jetzt wieder etwas besser? Offensichtlich ist es bei manchen Leuten egal, ob sie wach sind oder schlafen. Die Kommunikationsfähigkeiten sind immer gleich ausgeprägt. Tja, scheiße. Wir haben immer noch die nasse Flagge. Okay. Können wir das löschen? Nein. Wir brauchen eine Zitrone. Hallo, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Kann ich trotzdem nochmal stören? Wenn's sein muss. Ja. Der Typ braucht eine Zitrone. Ist ganz dringend. Zitronen haben Sie wahrscheinlich nicht, oder? Mein Kompliment. Sie lernen schnell. Ja, was bleibt mir übrig? Wegen Klaus. Ja, ohne Zitrone will er seinen Fisch nicht essen. Bringen Sie mir eine und ich werde sie Ihnen vielleicht sogar zurechtschneiden. Sie sind ein Held. Jetzt müssen wir ernsthaft irgendwie eine... Wie sollen wir denn eine fucking Zitrone besorgen? Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Leck mich, okay. Ja. Und jetzt... Weiß der unten vielleicht? Weißt du irgendwas, wo... Weißt du, wo man Zitronen herkriegt? Was macht Luigi? Er sitzt immer noch in meiner Hosentasche und... Ja, das glaub... Nee. Kann ich dem... Kann ich... nur so aus reiner Neugier. Fuck. Ich kann aber nicht da in ein Dorf gehen im Hintergrund. Ist das Zitronenwodka? Eine hübsche Sammlung. Nee. Weißt du, wo man Zitronen herkriegt, zufällig? Beißen sie immer noch? Wenn man nicht aufpasst. Wow. Tja, sehr schön. Da ist ein Feuerschloss an der Tür. Ah, scheiße. Ja, wo bekommen wir jetzt eine Zitrone her? Er müsste eigentlich nur einmal ins Wasser hauchen. Ja. Das Motorrad, das ich mir... Nee.
können das schon wieder machen, Alter. Ja, leck mich, ich will nicht nochmal... Boah, geht mir das gar im Sack. Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Wo kriegen wir eine fucking Zitrone her? Reden wir nochmal mit dem. Vielleicht will er es ja auch ohne Zitrone essen, wenn wir ein bisschen attackieren. Hallo, geht es Ihnen jetzt wieder etwas besser? Nein, scheiße. Willst du Salz? Hier, ich gebe dir Salz. Nee. Solange er... Das geht, wir brauchen einen Schlüssel, er muss abgelenkt sein, dafür brauchen wir eine fucking Zitrone. Aber wie kriegen wir eine fucking Zitrone her? I don't get it. Vielleicht passiert irgendwas anderes, wenn wir mit dem machen. Das ist das Einzige, was wir gerade machen können, gefühlt. Ständig die Kackflagge da draufhängen. Ja, sehr nice. Ich habe das Verkehrsschild mit der Flagge abgedeckt. Ist sie jetzt nochmal anders? Die Flagge ist klitschnass. Es geht nochmal. Moment. Und kann man... Nee. Wir haben ja gerade die klitschnasse Flagge. Moment, Idee. Idee hier unten mit der klatschnassen Flagge. Nee, das geht auch nicht. Scheiße. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich mir erhofft habe, aber... Wir können die Flagge da drauf geben. Jetzt muss ja eigentlich noch... Müssen wir wahrscheinlich noch irgendwas machen. Müssen wir jetzt vielleicht irgendwas anrufen oder was? Moment, ich habe eine Idee. Ich dachte, wir können da vielleicht irgendwas draufspielen und da draufschreiben und dann hält irgendwer an. Und der hat vielleicht eine Zitrone oder weiß, wo man eine Zitrone herkriegt. Das ist doch beschissen. Da kommt der LKW mit der Ware für den Markt. Vielleicht hält er ja. Dann haben Sie auch Ihre gewünschte Gesellschaft. Oh, der LKW-Fahrer scheint neu zu sein. Kennt wohl die Strecke nicht und kann keine Verkehrsschilder lesen. Ja, die Jugend von heute. Hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Ich sollte mal nach dem Fahrer schauen. Glück gehabt. Der LKW-Fahrer scheint die Kurve noch gekriegt zu haben. Das hätte ich mir nie verziehen, wenn dem was passiert wäre. Die ist weg. Mein Verkehrsschild abdecken, dass man das machen kann, okay, aber ich verstehe jetzt nicht so ganz was. Ach, wow, nee, das ist für den Markt und das ist wahrscheinlich... Eine Kiste voller Obst und Gemüse. Die muss der Laster verloren haben, als er hier ins Schleudern gekommen ist. Alter, das ist ja fast so schlimm wie das mit dem Staubsauger. Nur, ich konnte jetzt halt tatsächlich nichts anderes machen und... Naja, scheiß drauf. Lauter gesundes Zeugs. Und ich habe Glück. Sogar eine Zitrone ist dabei. Und die ist weg. Gleich zwei gute Dinge sind aus einer Sache passiert. Sehr schön. Okay, jetzt nehmen wir natürlich das natürlich wieder mit. Vielleicht brauchen wir es nämlich noch irgendwo. Ich schätze mal, dass wir noch das Feuer löschen müssen oder irgendwas, wenn wir die wieder mitnehmen können. Aber gut, dass Max zumindest gesagt hat, dass man hier das Verkehrsschild abdeckt. Weil sonst hätte ich die garantiert nicht dort hängen lassen aus... Ich dachte mir, vielleicht passiert halt irgendwas. Vielleicht, ich habe mir ehrlich gesagt mehr so gedacht, dass auf einmal eine Polizei kommt und die dann mir irgendwie helfen können oder irgendwas in die Richtung. Naja, okay. Die Zitrone. Nein, Zitrone, hier. Bitte. Hier, die könnten Sie Ihrem wortgewaltigen Gast überreichen, wenn es Ihre kostbare Zeit zulässt. Oh, da wird er sich bestimmt freuen. Und dann hoffentlich auch mal die Klappe halten. Sehr schön. Jetzt schnell austauschen, Max. Schnell, los.
Hier, deine Zitrone. Wurde ja auch Zeit. Setz dich zu mir. Undank ist der Weltenlohn. Sehr schön. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nicht mit denen, sondern... Der beste Freund des Barkeepers. Ich will dem Barkeeper nicht den Freund ausspannen. Können wir das jetzt... Wir können es austauschen oder salzen. Wenn ich die Becher vertausche, wird er sein Whisky vermissen. Das dann vermutet... Okay, aber wir können ihn salzen. Wenn ich es schnell und unauffällig mache, sieht der Barkeeper es hoffentlich nicht. Mal sehen, ob er den Unterschied schmeckt. Mensch, Klaus! Wenn ich dir die ganze Zeit beim Essen zusehen muss, kriege ich aber auch allmählich Hunger. Ach, ich werde mal meinen Whisky holen. Okay. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Das sollte den ja so ein bisschen mehr ablenken, dass wir vielleicht den Schlüssel kriegen. Hm? Und? Sieht so aus, als hätte er den Unterschied tatsächlich bemerkt. Da war doch nur ein bisschen Salz drin. Naja. Mir egal, ich hab den Schlüssel. So, Gott sei Dank. Ich bin mir sicher, in diesem Abenteuer ist diese Aktion eine absolute Schlüsselszene. Ja, ich geb dir damit schon recht, Max. Hallo. Geht es Ihnen jetzt wieder etwas besser? Okay, das ist immer noch wurscht. Ein Schlüssel. Wir können den noch nicht kombinieren. Okay, aber ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, könnten wir hier sogar fertig sein, oder? Moment, eine Frage. Was passiert, wenn wir das nochmal machen? Wir verdecken einfach das Schild nochmal. Vielleicht passiert ja noch was. Der beste Freund. Und jetzt? Nee. Ich dachte, vielleicht ist dann da was anderes, was wir vielleicht noch brauchen. Okay. So, dann haben wir jetzt hier den Schlüssel und... War mit dir noch irgendwas? Nee, oder? Beißen Sie immer noch? Wenn man nicht aufpasst. Okay. Da ist Salzwasser drin, aber das konnten wir nicht mehr auskochen. Ein Stein. Ein normaler Stein. Naja. Jetzt können wir hier zumindest mal rein und vielleicht finden wir dort eine Verwendung für den Stein. Okay. Da scheint hier zumindest ein bisschen was rumzuliegen. In so einem Ding habe ich mir früher mal die Finger eingeklemmt. Das ist schlimm in einem Schraubstock. Einige volle und ein paar leere Flaschen. Werden wohl zum Abfüllen aus den Whiskyfässern benutzt. Ja, dann nehmen wir einfach mal eine. Vielleicht können wir... Ah ja, genau, der wollte ja Whisky, genau. Eine Flasche feinsten irischen Whiskys. Oder auch nur selbstgebrannter Fusel. Also bei dem Typen da oben würde mich eigentlich Letzteres nicht wundern. Oh, hier ist eine Fackel. Moment. Warum eine Fackel? Eine Fackel? Die nehmen wir mal. Eine Fackel? Entweder das hier ist eine Schnapsbrennerei, oder die Gäste sind sehr, sehr durstig. Oder alternativ, der Barkeeper ist sehr, sehr durstig. Ja, aber hier gibt's sonst nichts. Ah, doch. Hier, Brett, wow. Ein langes, angenageltes Holzbrett. Das Brett ist festgenagelt. Oh, aber mit dem Stein. Nee, mit dem Stein kommen wir da nicht weiter. Ach, scheiße. Mit der Fackel? Nee. Einfach mal den Whisky gegenschmettern. Okay, aber das heißt, wir haben hier definitiv noch was zu tun. Hier war nur das. Okay. Wofür auch immer wir die Fackel brauchen. Na, hier ist jetzt erstmal dein Whisky. Prost! Das Angebot mit dem Boot und dem Whisky gilt doch noch, oder? Klar! Dann habe ich hier was für Sie. Danke. Lang wird das zwar nicht mehr reichen, aber ich wollte sowieso bald los. Ich werde mich dann auf die Socken machen, sobald die Flasche leer ist. Machen Sie das Boot bitte wieder richtig fest, wenn Sie es nicht mehr brauchen. Klar, kein Problem und vielen Dank. Sie haben mir mehr geholfen, als Sie sich vorstellen können. Sie auch? Alright.
Bin gespannt, wann die Parallelhandlung mit Nina, also deren Anruf, kommt. Weißen Sie immer noch? Okay. Ja. Das heißt, wir können jetzt mit dem Boot tuckern. Wofür auch immer wir das mit der Fackel brauchen, werden wir vielleicht sehen. Das ist ja alles völlig verwildert und halb verfallen. Ob dieser Morangi hier wirklich noch wohnt? Hilfe! Hallo! Ist da jemand? Helfen Sie mir! Oh. Ich glaube... Was machen Sie denn da unten? Man hat mich hier eingesperrt. Bitte helfen Sie mir und holen Sie mich hier raus. Aber wie? Keine Ahnung. Lassen Sie sich was einfallen. Aber ich habe mir den Knöchel verstaucht und ich bin keine 30 mehr. Also werfen Sie mir nicht einfach ein Seil runter. Das habe ich schon während meiner Schulzeit nie geschafft. Gibt es hier irgendwo eine Leiter? Ich befürchte nein. Hier unten ist aber eine Tür, die ich nicht aufkriege. Vielleicht finden Sie ja eine Möglichkeit, sie von außen zu öffnen. Klar, kein Problem. Wie komme ich denn zu der Tür? Sie werden lachen, aber ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie hier unten und weiß nicht, wie man von der Burg aus zum Brunnen kommt. Es muss irgendwo einen Geheimgang oder sowas in der Art geben. Sie sind doch Ken Morangi, oder? Ja, ich bin Lord Morangi. Wieso? Wenn Sie hier wohnen, müssten Sie sich doch eigentlich auskennen. Ja, das habe ich auch immer geglaubt. Okay, ich werde mich mal umschauen. Vielen Dank. Okay, also Ken Morangi, gefunden würde ich sagen. Wir können gehen. Da unten hockt der verletzte Morangi und wartet darauf, dass ich ihn endlich aus seinem Gefängnis befreie. Ja, also brauchen wir wahrscheinlich die Fackel, um da unten dann zu sehen. Da unten? Hä? Lord Morangi? Ja? Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sobald Sie mich hier rausgeholt haben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Also ihn einfach jetzt ausfragen und dann da unten verrotten lassen, ist keine Option. Was ist denn hier mit diesem komischen Schwert? Wahrscheinlich muss ich ein Ritter der Tafelrunde sein, um das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Ja, viel Spaß. Versuchen wir es mal. Ich versuch's mal. Vielleicht war ich in einem früheren Leben ja König Arthurs. Oh, das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Okay, Max. Man sollte sich gut mit ihm stellen, wenn er sowas kann, dann kann er noch ganz andere Sachen. Der scharfen Klinge scheinen die Jahrhunderte im Stein nichts ausgemacht zu haben. Es ist nicht eine Spur von Rost zu sehen. Oder es ist gar nicht so alt, wie man denkt. Naja. Sonst, hier gibt's nichts. Hier ist ein Durchgang. Ah, hier ist noch was. Fensterladen. Ein alter und bereits leicht angefaulter Fensterladen. Ja, aber den können wir doch mitnehmen, oder? Ich meine, wir haben noch nicht genug Schmarrn bei. Nicht? Huch, ich wollte den Laden einfach nur zumachen und schon habe ich das ganze Ding in der Hand. Stark renovierungsbedürftig. Also ich habe schon gedacht, dass wir den mitnehmen. Also keine Sorge, Max. Ein alter und bereits leicht... Gut, hier ist ein Durchgang, hier ist auch noch ein Durchgang. Und hier ist auch noch eine Tür, leck mich doch am Arsch. Sieht fast aus, als ob der Schornstein einen Helm auf hätte. vielleicht können wir hier auch irgendwas machen und dann fängt irgendein Bohrarbeiter, genau. Ein Bauarbeiter an zu Presslufthammern. bei Nina hat's funktioniert. Oh, zum Boot. Was ist zum Boot? Puh, zweimal über den See rudern und schon fallen mir die Arme ab. Ich sollte dringend mehr Sport machen. Ich wollte nicht hierher, ich dachte, es gibt hier noch einen anderen. Okay, dann schaue ich mir Max mal so ein bisschen durch die Gegend. Erstmal hier rein. Okay, das ist jetzt so ein bisschen überraschend. Ich dachte nicht, dass es hier so...
Oh, Gewittersounds, das ist angenehm. Ich dachte nicht, dass es hier so schön ist. Na, dann würde ich sagen, wie es hier in Lord Morangis, wie er sich ja selbst genannt hat, nicht Ken Morangis, sondern Lord Morangis, Schloss oder Burg oder wie auch immer, was da auch immer genau der Unterschied ist, hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Geheimakte Tunguska. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute!